Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Wir spielen mit Claudette und einer Schwester Claudette. Hallo, bist du da? Nö, ich habe genau dasselbe. Meinst du sogar noch ein bisschen besser als deins? Jedenfalls, wir sind auf dem Felde. Ich guck trotzdem einfach mal in die Kiste, was wir hier gerade haben. Während sie da genüsslich schraubt. Oh, es ist der Geist. Es ist eine Taschenlampe, die kannst du behalten. Sie läuft weg. Ist das jetzt Ruin? Stürzt es uns in den Urin? Stürzt es uns in den Urin ist auch gut. Hä? Warum geht der weg? Was? Läuft bei ihm. Warum war der denn da oben? Was hat der da geguckt? Das ist auch gut. In dem Moment, wo wir festgestellt haben, dass wir Ruinen haben, hat jemand dafür gesorgt, dass wir keinen Ruin mehr haben. Da hinten wird geheilt, da hinten wird abgeschlachtet. Juhu! Ich schraube jetzt hier erstmal unentwegt weiter. So, ich habe mit Claudette keine Vorwarnung. Das heißt, wenn der jetzt hier angeschisselt kommt, erkenne ich ihn hoffentlich rechtzeitig und nehme dann die Beine in die Hand. Oder ich habe halt ein Problem. Aber mit ganz viel Glück ist er erstmal nach da gelaufen, wo das Totem kaputt gemacht wurde. So, schrappadabadabba, genau so hat das auch gemacht. So, sie wird jetzt bestimmt von wem anders runtergeholt. Keine Ahnung, ob ich da jetzt noch rechtzeitig hinkomme. Dann können wir sie ja wenigstens gemeinschaftlich heilen. Heilen, 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 komm. Power Healing hier. Er kommt, lauft. Hat sich gerade hinter mir unsichtbar gemacht. Nee, hat sich gerade wieder sichtbar gemacht. Hä? Oder hat nur angetäuscht, was weiß ich. Ist direkt von den Haken gefallen, oder? Habe ich denn trotzdem Terrorradius? Okay, jetzt hat er mich dafür. Ich bin nicht schnell genug weggekommen. Sie möchte gerne einen Schlag für die einstecken. Du kannst dich ruhig beeilen. Du hast ja Nerven. Alter, warum heilst du so langsam? Hamtaro. 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 Okay, sie will mich heilen. Die andere hat sich schon verpisst. Ich will ja nichts sagen, aber lass uns mal erstmal weglaufen. Ich könnte dich aber heilen. Nicht wieder mich. Mann, der kommt doch. Mal. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Er weiß es hoffentlich auch nicht. Ich bringe mich selber um. Das mache ich hier. Alter.
sehe manchmal nicht, wo ich mich hinsteuere hier. Da kommt doch schon wieder. Hat der auf der Krankenschwester. Nein! Der hat genau gewusst, wo ich hinlaufen würde. Du dreckiger Sack! Du dreckiger Sack! Ich hasse dich. Ich bin in den Ruin gefallen. Oder in den Urin gefallen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bringe die Buchstaben immer durcheinander. Mann! Ich hasse alles. Wüsste du gerne, was der für ein Körperbild hat? Ja, flieg weg. Wie, du scheißt mir auf den Kopf. Dann gibt es heute Abend Chicken McNugget. Ja, rennt doch bitte beide in meine Richtung. Das ist so eine richtig gute Idee. Da bist du jetzt schon wieder. Versuch bitte nicht, mich zu heilen. Ich hasse dich nämlich. Großartig. Lauf. Lauf, sagte sie genervt. Ich möchte mich wenigstens mal kurz selber aufheilen hier. Alter, ist das euer Ernst? Oh, das gibt's doch nicht. Nein! Du blöder Geist, ich hasse dich einfach. Das wird doch wieder so eine Runde, bei der es einfach unmöglich ist, zu entkommen. Ey, warum? Habe ich irgendwie Speck in den Taschen? Das kann ja heiter werden hier. Hat auf jeden Fall diesen schlampigen Schlachter dabei oder irgendwas, was zerfleischt halt auslöst und Blutung. Und bestimmt hat er dann auch noch den Bluthund, sodass er uns viel besser folgen kann. Wir müssen reparieren. Wir müssen reparieren. So, sie macht erstmal Totem. Ist ja auch nicht verkehrt. Wo ist denn der schon wieder?
Ich weiß nicht, was ich hier tue. Okay, irgendwie hatte ich angenommen, dass sie vielleicht noch nicht gleich stirbt. Ich kriege eine kleine Beule. Wie voll ist denn ihr Healpack noch? Na dann. Für den Notfall. Meiner war einfach schon viel weiter. Im Prinzip, früher hat man ja, wenn man zu zweit war, immer noch darauf hingearbeitet, wenigstens so viele Generatoren fertig zu kriegen, dass die Luke aufgeht. Jetzt ist es ja so, dass man im Prinzip abwarten kann, bis einfach einer von beiden zuerst stirbt. Und dann geht ja die Luke so oder so auf. Und dann muss man halt noch schneller sein als der Killer. Ja, also wenn man so eine Arschlochrunden spielt. Gibt ja so Leute, die einfach abwarten. Oh oh, oh oh. Der hat einen Terrorradius, obwohl er unsichtbar ist. Hier sind überall keine Paletten mehr. Die wurden hier schon heftig gewastet. Und dann bin ich jetzt Rippchen, würde ich sagen. Kannst du das bitte lassen? Ich bin sehr, sehr empfindlich. Sie verschafft mir Zeit und ich hänge erstmal am Baum. Kannst du mal bitte nicht in meine Richtung laufen? Geh doch bitte woanders hin. Hör mal auf! Warum machst du das? Hallo Baum. Wir kennen uns schon. Freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Na, großartig. Lässt er sie jetzt liegen oder hängt er sie auf? Was macht er? Bestimmt Barbecue und Chili. Oh, shit! Er ist echt nah. Du kannst mich nicht hier gesehen haben. Geh weg! Ich muss mich fertig heilen. Hau ab! Sein Scheiß Ernst? Warum? Wie? Wie? Ich will mich gar nicht wehren. Wie? Wie? Woher? Was? 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 Bitte? Bitte? Kann mir das mal jemand erklären? Wie konnte der wissen, dass ich in diesem Schrank bin? Wie? Claudette bringt mir kein Glück mehr. Das ist Sterben mit Claudette. Ja. So, zeig mir. Was hat er für Perks? Ja, Barbecue und Chili, Thanatophobia. Und sage ich ja hier, schlampiger Schlachter oder... Schlampiger Schlachter oder wie das heißt und Ruin müsste das andere gewesen sein. Er kann mich nicht sehen.
wenn ich mich in einem Schrank verstecke, bevor er jemanden auffängt. Er kann mich dann nicht sehen. Der Terrorradius des Geistes wird nicht mehr unterdrückt, wenn er verhüllt ist. Das verstehe ich nicht. Ich begreife es nicht. Wie? Naja. Wir versuchen es in der nächsten Runde mit was anderem. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß macht, lasst doch ein Like und ein Abo da. Ich spiele jetzt demnächst auch noch andere Spiele. Deswegen, ich sage jetzt Tschüssi mit Küsschen und bis dann.